Hey Freunde, hier geht's wieder direkt weiter mit dem nächsten Unboxing. Heute mal was ganz Schickes, und zwar Sennheiser Kopfhörer. Das sind keine Over-Ear oder In-Ear, sondern das sind On-Ear Kopfhörer. On-Ear, das heißt, die liegen wirklich auf dem Ohr auf. Ja, sind halt, ich sag mal, relativ klein. Aber diese Sennheiser Kopfhörer, die haben es echt in sich. Die haben so einen geilen Klang. Ich habe es schon getestet und bin schwer begeistert. Allerdings ohne Adapter kommt er nicht an den PC dran, weil ich zeige euch das gleich. Dieses hier ist für zum Beispiel Samsung Galaxy, LG, HTC, Sony und andere Tablets oder Smartphones. So, also iPhones sind natürlich jetzt wieder ausgeschlossen, weil da ist das Ganze wieder anders. Na, wir gucken erst die Verpackung, ne? Also, wir haben hier natürlich so ein bisschen Infos stehen, wie zum Beispiel halt Lautstärke erhöhen und so weiter. Also, ihr habt hier quasi eine richtige Fernbedienung mit dran. Volume up, Volume down, wir haben das integrierte Mikrofon da drin, ihr könnt das Ganze wirklich als Headset benutzen. Ja, ihr könnt direkt auf Pause machen, Anrufe annehmen, beenden, abweisen, Titelanwahl, vorwärts, rückwärts und Sprachsteuerung ein- und ausschalten durch das Mikro halt. Ja, hier haben wir natürlich ein paar Infos noch über das ganze Innenleben und ja, schauen wir mal auf der Rückseite. Da haben wir auch noch ein paar Infos stehen. Und zwar haben die Kopfhörer eine Frequenz von 16 bis 22.000 Hertz, was schon enorm hoch ist. Die Mikrofonübertragungsbereiche sind von 100 bis 10.000 Hertz. Dann haben wir eine Impedanz von 18 Ohm. Wir haben 118 Dezibel, also sind wirklich sehr, sehr geil, sehr laut. Aber was ich bei denen sehr cool finde, durch diese Polsterung, die ihr nachher sehen werdet, geht der Geräuschpegel kaum nach außen. Also ihr habt es wirklich schon auf dem Ohr und könnt wirklich die Mucke richtig aufdrehen. Und mit dem Bus stört ihr die Leute nicht wirklich. Ich meine, ihr solltet jetzt nicht auf volle Pulle stellen, weil ohrschädigend, bla bla, kennt ihr ja. Dann haben wir hier natürlich noch ein Barcode, wo ihr dann halt nochmal auf die Seite kommt und so weiter. Und hier seht ihr halt auf dem Bild, dass die wirklich im Over- oder On-Ear sind. Also Over-Ear wäre ja wirklich größer, dass die wirklich über das ganze Ohr gehen. Und diese liegen halt auf dem Ohr. So, zur Verpackung. Interessanterweise hatte ich die Kabel damals gesucht. Wenn ihr das Ganze jetzt umdreht, da seht ihr, dass die Kabel hier liegen. So, beziehungsweise das Kabel. Und jetzt sehen wir schon die kleine Besonderheit. Wir haben hier 3,5 Klinke abgewinkelt. Der kommt halt auf das Smartphone. Und was ein bisschen schwieriger ist, hier, das ist ein kleinerer, der ist nicht 3,5, der ist glaube ich 1, irgendwas, glaube ich. Und die Besonderheit ist auch hier, wir haben hier einen kleinen Nippel. Ich hoffe, ihr seht das an dem, auf dem Video. Und dieser kleine Nippel, der ist einmal zum Justieren und dann könnt ihr drehen und der Stecker geht nicht mehr raus. Das finde ich schon mal sehr, sehr geil, zeige ich euch gleich. Und genau, wir müssen ja natürlich hier auch drauf eingehen. Ihr seht, hier ist halt quasi diese Fernbedienung. Wir haben hier eine kleine Öffnung, da ist das Mikrofon drin. Und ihr könnt halt, wie gesagt, lauter, leiser machen, Anrufe annehmen und so weiter. Und das ist sehr cool. Also das ganze Kabel ist auch relativ flach und sehr flexibel. Finde ich gut, es ist ein bisschen gummiert, das Ganze. Ist qualitativ, finde ich, sehr hochwertig. Fühlt es sich zumindest an. Dann haben wir hier natürlich einen Safety Guide, ein paar Infos halt draufstehen, Lieferumfang, was halt da dabei wäre, das ist halt hier einmal die Kopfhörer, eine Tasche, die kann ich euch jetzt auch mal eben zeigen, und das Kabel. Und dann habt ihr hier wirklich eine richtig schöne Tasche dabei, wo natürlich auch draufsteht Sennheiser, ne? Also das müsst ihr natürlich dabei. Und jetzt kommen wir zu den Kopfhörern selber, dann kann ich die ganze Verpackung nämlich mal an die Seite tun. So, die können wir jetzt einmal rumklappen. Und die sind wirklich sehr, sehr cool. Also hier oben ist eine richtig schöne, weiche Polsterung. Und auch hier seht ihr jetzt, die sind wirklich relativ klein. Und hier liegen die wirklich auf dem Ohr auf. Und das Geile ist, das ist so richtig schön weich. Das ist, glaube ich, kennt ihr diese Kissen, wo ihr euch draufsetzt, beziehungsweise drauflegt und die passen sich der Form an? Das ist auch hier der Fall. Also diese Polsterung, die geht, ich weiß nicht, ob ihr das im Video erkennen könnt, ganz leicht. Also das heißt, dieser Druck, der durch diesen Bügel ausgeübt wird, der wird noch mal ein bisschen gedämpft dadurch. Hier steht dann Urbanite und hier oben haben wir, das ist glaube ich, müsste ein Jeansstoff sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Der ist wirklich sehr, sehr cool. Hier auf der Seite haben wir nochmal Sennheiser. Das Logo haben wir natürlich auch überall. Und ihr könnt ihr auch so ein bisschen verstellen hier. Das ist auch relativ cool gemacht eigentlich. Und was kann man noch sagen? Genau, hier links, rechts haben wir ja auch stehen. Ich glaube, das ist sogar für die Blinden. Also in Blindenschrift gehalten, also nehme ich jetzt an, ich weiß es nicht, weil die sind drei so Punkte, die sind auf der anderen Seite nicht. Vermute ich einfach, dass das so ist. So, jetzt kommen wir noch dazu, hier unten haben wir den Anschluss und ihr seht hier vorne diese kleine, ich hoffe ihr seht die kleine Kerbe. Da können wir die jetzt halt reinstecken so und dann können wir die drehen und schon, irgendwie, also ich will jetzt nicht die Feste dran ziehen, aber
Ihr seht, das Kabel hängt da drin, ich kann nicht mehr rausfallen. Das finde ich halt wirklich sehr gut gemacht. Und dann haben wir ansonsten, ja, dass man sie halt so ein bisschen einklappen kann. Und was kann man noch zu den Kopfhörern sagen? Ich weiß es nicht, die haben saugeilen Klang, ist natürlich auch ein bisschen teurer liegen, preislich glaube ich, günstigste hatte ich gesehen. Ich meine 180 Euro rum. Ist natürlich jetzt so, wenn ihr richtig Musikfetischisten seid und ihr wollt unterwegs richtig geilen Sound haben, da kann ich euch die definitiv empfehlen. Aber ansonsten, wenn ihr wirklich nur, weiß nicht, so Musik hört oder irgendwie, dann ist das jetzt nicht unbedingt ein Muss. Also ich finde, da sitzt recht teuer. Das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr stylisch und ich habe die jetzt auch bestimmt eine halbe Stunde, eine Stunde einfach mal aufgehabt zum Hören. Das Ganze ist hier übrigens auch ein bisschen beweglich, wie ihr seht. Also die passen sich wirklich sehr, sehr gut an. Und ja, ich denke, das war es eigentlich. Mehr kann ich euch gar nicht zu diesem Kopfhörer noch erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Stanley. Ciao, ciao.